Hey yo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich einmal ein paar Sachen, die ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen habe und noch nebenbei so eine andere Kleinigkeit, wenn das von Bedeutung ist. Und da fällt mir gerade mal ein, das habe ich ja sonst noch nicht gemacht. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, öfter mal kurze Livestreams zu machen vom Handy, um Fragen zu beantworten oder sowas. Und damit man da benachrichtigt wird, kann man unten einmal auf die Glocke klicken, wenn man denn möchte. Dann ist man vielleicht auch dabei, weil viele Leute dann immer sagen, ach, jetzt bin ich endlich mal auch dabei. Und später steht dann unter dem Livestream, ach scheiße, schon wieder verpasst. Ich habe keine Benachrichtigung gekriegt. Na also, nur mal, was das angeht. So, jetzt aber ab. Und da sind sie auch schon, die Zusendungen für heute. Die kommen von dem lieben Arnold aus Moosdorf oder so, warte mal. Moosburg, Entschuldigung. Ja, wir haben ein Gehäuse, ein paar Lüfter, ein Mainboard, Und das hier. Ich weiß, dass es ein Stift ist. Den habe ich auch schon geladen, weil ich gucken wollte, ob der irgendwas macht. Vielleicht vibrieren oder brennen oder sowas. Aber ja, wenn man hier, also das ist ein Knopf, wenn man drauf drückt, passiert nichts. Wenn man ihn auflädt, leuchtet er. Und ich konnte damit mein Handy bedienen, aber auch nicht immer. Also, naja, wenn jemand so ein Ding gesehen hat, kann sein, dass es für ein Zeichenpad ist oder sowas. Aber warum muss man das laden können? Das verstehe ich da leider nicht. Dann haben wir hier zwei USB-Netzteile, eins hier, eins da, das von Apple, das ist von LG, auch für Fast Charge, aber ich habe hier kein Gerät, was Fast Charge besitzt. Dann gibt es noch eine etwas ältere Festplatte von Hitachi mit einem Terabyte, aber ich wusste direkt, als ich das gesehen habe, oh, okay, die Festplatte ist ein bisschen älter, weil damals alle oder ein paar SATA-Festplatten noch den Molex-Stromanschluss hatten, weil wahrscheinlich damals nicht so viele Leute sich gedacht haben, ach, ich hole mir noch ein neues Netzteil. Na, und dann, damit man die trotzdem verwenden kann. Dazu gibt es dann noch ein Apple-Ladekabel von Anker. Dann natürlich wieder, wie immer, zwei Lüfter. Der hier ist allerdings von Logilink. Ich wusste gar nicht, dass die Lüfter herstellen. Also Logilink ist so eine PC-Zubehörmarke. Sowas wie Logitech, nur halt Logilink. Wahrscheinlich haben die gedacht, oh, dann heißen wir so ähnlich. Vielleicht erinnert man sich an unseren Namen. Ja, das haben sie geschafft. Dann gibt es das hier. Das ist vermutlich mal für so ein USB-Mikroskop. Ich habe auch noch eins. Das kann man dann hier einspannen und dann unten drunter irgendwas hinlegen. Dann haben wir hier zwei 2,5 Zoll Festplattengehäuse für USB, sogar USB 3. Und scheinbar noch neu, ne? Wenn dieser Aufkleber noch drauf ist. Dazu dann noch ein Micro-USB-Kabel, weil ich denke aber mal, dass es nur ein Ladekabel und kein Datenkabel ist. Und dann ein USB-weiblich auf Klinke-Adapter. Wozu? Warum hat man sowas? Was will man damit machen? Ja, und noch ein Kühler. Von den Dingen habe ich bestimmt 10 Stück. Ja, dann noch eine Verpackung einer SSD oder von einem 2,5 Zoll Laufwerk, würde ich behaupten. Drei klitzekleine 40 mm Lüfter für Chipsätze oder sowas kann man die, glaube ich, gebrauchen. Ein Lithium-Polymer-Akku. Der lag so, wie er jetzt ist, in der Tüte und ich dachte mir, okay, hätte das einen Kurzschluss gemacht, dann wäre das hier drin auf jeden Fall angekokelt, weil Lithium-Polymer-Akkus sind, glaube ich, ziemlich stark aber und können auch schnell ihre Leistung abgeben, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein beim Laden und so, ne? Und wahrscheinlich dann auch beim Entladen. Dann gibt es zwei Lötkolben. Ich habe ihn gerade gefragt und er hat auch schon geantwortet, ob ich die überhaupt einstecken kann, weil ich diesen Lötkolben mal gehabt habe und der war gegen Ende kaputt. Weiß ich nicht, auch mit genau diesem Ding hier. Und das kann man, glaube ich, hier oder da oder irgendwie so hier reinpacken. Da muss so eine Schraube rein und unten eine Mutter. Ja, ne, Lötkolben sind immer gut. Und ich habe auch noch gerade im letzten Moment gesehen, dass da auch noch Spitzen dabei sind. Dann haben wir hier noch ein Gehäuse von LC Power. Da ist die Verpackung davon. Also in dem Karton kam alles an. LC Power 2009 MB. Und ich schätze mal, dass das noch neu ist, weil das hier mit Kabelbindern, weil die Kabel hier noch so fest sind. Und er hat sich gedacht, damit hier nichts rausfällt, packt er da ein paar Kabelbinder hin. Kann man machen, aber leider ist durch den Transport das Gehäuse hier hinten ein wenig gebogen. Das muss man später... Also ich muss da später noch versuchen zurückzubiegen. Dann gibt es noch das Mainboard hier. FM2 Mainboard. Ein Gigabyte GAF2A 75M D3H. Ein sehr schöner Modellname. Dann noch eine
nicht passende Bedienungsanleitung für ein ASRock Mainboard, Treiber-CD dafür und eine noch nicht geöffnete Recovery-DVD für ein Acer Iconia W3. So, und dann auch noch zwei CPUs dafür, eine AMD A4 3300 dürfte das sein und eine AMD A6 3600. Und die sollten irgendwie verbogene Pins haben, aber ich sehe das von hier gerade nicht so, dass die verbogen sind. Ja, schauen wir uns gleich auf jeden Fall an. Was habe ich noch vergessen? Einen 8-Bit-Do-Handyhalter. Also hier oben kann man ein Handy reinpacken und da kommt irgendein Controller rein. PS4 und PS3-Controller passen hier aber nicht rein. Das habe ich gerade schon ausprobiert. Wahrscheinlich ist das deswegen auch hierbei, weil wozu will man das sonst gebrauchen? Ich meine, man könnte das auf den Tisch kleben und sein Handy dann da reinpacken, wenn man beim Zeichnen oder sowas sein Handy so halten möchte, weil man einen Film guckt oder so. Aber ansonsten sehe ich dafür keinerlei Verwendung mehr. Und das ist jetzt das Zeug aus der Tüte. Einmal alles ausgepackt. Ich habe natürlich schon einmal reingeschaut, aber noch nicht alles rausgenommen. Das ist ein Teil eines solchen Kühlers, nur der ist noch mal ein Stück kleiner. Okay. Warum baut man sowas? Das ist ein Adapter von PS2 auf USB. Sowas braucht man bei, ich wollte jetzt gerade sagen, älteren Mainboards, aber ich glaube auch noch neue Mainboards haben zumindest einen Anschluss für Maus oder Tastatur. Ohne Momento. Dieses ASRock B450, das habe ich mir neu bestellt. Das ist auch noch gar nicht so alt. Habe ich mir nur bestellt, weil ich eine digital adressierbare Schnittstelle brauche für Gehäuselüfter. Und siehst du, da haben wir auch noch einen PS2-Anschluss. Also, na, wenn man sich einen USB-Anschluss sparen möchte, dann kann man das wohl machen. Was fand ich gerade so kurios? Wo ist es? Zeig dich. Da. Wir haben extra eine Schraube einzeln verpackt für M2-SATA-Module. Warum macht man die nicht also zwei in eine Tüte? Das verstehe ich nicht. Ja, dann haben wir hier noch Anschlüsse, vermutlich aus einem Gehäuse für USB. Ja, okay. Sind da Kabel dabei? Nö. Dann ein DisplayPort auf HDMI-Adapter. Das ist zum Beispiel was ich mir eigentlich nie kaufen würde, aber jetzt trotzdem besitze, weil es mir jemand geschenkt hat. Und wenn jetzt jemand sagt, ja Philipp, ich brauche sowas, schick's mir doch bitte zu oder schenk's mir, würde ich sehr gerne tun, aber jedes Mal, wenn man ein Paket verschickt, weil man das dann nicht anonym machen kann, steht da meine Adresse drauf. Und das geht mir so auf den Sack. Ich habe schon nachgeguckt, ob man das anonym versenden kann. Das geht allerdings nicht. Einfach nur, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand von euch hier auf einmal vor der Haustür steht und eben einmal Hallo sagt. Das ist doof. So, dann haben wir hier einen Adapter für... Ah, ja, okay, das gehört hierzu. Das ist auch wieder ein USB-Netzteil. 5 Volt, 2,3 Ampere. Ja, schon ein schönes Netzteil. Und da haben sie sich gedacht, okay, für Amerika machen wir das so. Ne, kannst du so eine Wand stecken. Aber wenn man das in Deutschland benutzen möchte, schiebt man das hier mit drauf. Was ziemlich cool ist eigentlich. Vor allem, ich suche solche Netzteile immer. Die gibt es beim Handy dazu. Und die kann man natürlich auch für einen Fünfer oder sowas kaufen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall welche, weil wenn ich welche gebraucht habe, dann habe ich eins an meinem Bett, eins an meinem anderen Bett. Und ja, das war's. Also cool, dass ich sowas habe. Dann Adapter für MicroSD-Karten. Hier ist noch einer. Sehr nützlich, wenn man sie braucht, aber ansonsten SD-Card. Okay. Hier ist aber keine Karte drin. Nee, okay. Memory Zone. Das hört sich wie so ein Name an aus 2006. Dann haben wir hier noch Anschlüsse, vermutlich für dafür. Okay. Ganz normales IDE-Kabel. Davon habe ich, glaube ich, ein paar weggeschmissen letztens, weil ich einfach viel zu viele hatte. Dann für das Netzteil noch ein Anschluss für England, glaube ich. Nagel mich aber nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Ein weiteres Micro-USB-Ladekabel. Ein schönes dazu. Ein Mikrofon. Noch ein USB-Kabel. Ich schätze mal auch so eine Art USB-Adapter hierfür. Und zwei USB 3-Kabel für das hier. Und zusätzlich für das Ding hier. Wurde mir ja zugeschickt. Eine kleine SSD, da sind Treiber und Spiele und Benchmarks drauf. Für Builds. Das bedeutet dann ja, dass diese Kabel vielleicht besser funktionieren als das, weil das, glaube ich, einen Wackelkontakt hat. Das funktioniert manchmal nämlich gar nicht oder manchmal nur über USB 2. Und das ist manchmal nervig, wenn man erst am Kabel wackeln muss. Kann auch sein, dass hier die Buchse langsam kaputt geht, aber das werden wir dann ja herausfinden. So, gucke mal. Viel schöner. Dann können wir das hier wieder so drüber hängen.
Und dann werden wir uns mal dem zuwenden und schauen, ob alles funktioniert. Oder auch nicht, oder inwiefern nicht oder so. Ne, kann ja alles sein. Oh, schade. Ja, die beiden CPUs hier, die passen da nicht drauf. Ich hatte vorhin schon den Gedanken gehabt, ich wollte es noch gesagt haben, das ist ja Sockel FM2 und wenn da eine 2 drin ist, denkt man sich ja, hä, und was ist mit FM1? Ja, FM1 gibt es auch, aber dafür habe ich keine, also das hier sind beides FM1 Sockel CPUs und die passen physikalisch da nicht drauf. Ne? Das ist leider schade. Wenn ich irgendwann mal günstig eine CPU für das hier finde, dann kann ich das Mainboard bei Zeiten dann auch mal ausprobieren. Hier ist auch gar keine Blende dabei, aber das macht erstmal nichts. Aber wie so oft, wenn man was geschenkt kriegt, dann braucht man sich nicht drüber ärgern, weil dann hätte man ja noch weniger bekommen, wenn man gar nichts gekriegt hätte. Also, naja. Und diese CPUs, die hatten tatsächlich so ein, zwei Pins, die verbogen waren. Und diese Anordnung nennt sich ja Pin Grid Array, PGA, wie wir im CPU-Upgrade beim Laptop-Video gelernt haben. Wenn wir denn so lange das Video auch geguckt haben. Und da hatten wir ja auch, ne, nachgeschaut, hier, wie es bei Laptop-CPUs ist. Bei Intel-Laptop-CPUs ist das immer noch so, dass wir Pins haben, PGA. Aber momentan haben wir bei Intel ja Land Grid Array, also LGA. Da haben wir dann auch einen anderen Sockel auf dem Mainboard für. Und beim Mainboard, muss ich sagen, ist das eine ganze Ecke schwieriger, dort Pins wieder zurückzubiegen, weil die tatsächlich auch gerne mal abbrechen. Und da muss man sich wirklich dann eine Nadel nehmen. Und ich habe da, glaube ich, mehr Pins abgebrochen, als dass ich das Mainboard an sich, den Sockel, repariert habe. Aber hier ging das ganz einfach. Ich verwende immer dieses Skalpell, das gab es mal beim Action, gibt es da vielleicht auch immer noch und da gibt es verschiedene Messer für. Und da kann man dann erst so rein und dann so, also waagerecht und senkrecht und dann so durch nach links und rechts schieben, beziehungsweise wackeln, den jeweiligen Pin dann wieder ein wenig gerade kriegen. Und es ist dann überhaupt nicht schlimm, wenn die CPU dann ein wenig schwerer in den Sockel reingeht, aber ne, also es muss gehen und wenn es gar nicht geht, wieder rausnehmen, gucken. Ist da vielleicht der Pin jetzt komplett verbogen. Und wenn die CPU dann hier drin ist und man dann so macht, dann geht das auch das erste Mal ein wenig härter, ein wenig schwergängiger. Aber danach kann es auch sein, dass die CPU, dass man wirklich richtig ziehen muss, dass man sie rauskriegt, weil da ein Pin irgendwie verbogen ist. Aber ne, wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Und ich habe auch endlich jetzt mal den Energy Drink hier getrunken. Den habe ich ja mit dazu gekriegt, als ich einen Zuschauer-PC ein wenig aufgemotzt habe, sage ich mal. Und weil ich ja täglich Anfragen kriege, Philipp, kannst du mir mal dir meinen PC mal anschauen oder meine Playstation sauber machen oder sowas? Ja, theoretisch könnte ich das schon, aber ich habe dafür nicht die Zeit. Ne? Und ich werde demnächst bei einem der nächsten Videos unten in der Beschreibung und ich werde es im Video dann auch sagen, ja, okay, hier könnt ihr euch einschreiben oder alle, die da einen Kommentar drunter packen mit dem und dem Hashtag, aus denen suche ich mir dann irgendwas raus. Also ich suche mir nichts raus, ich mache das mit dem Zufallsgenerator. Ne? Dann kriegen wir das auch hin. Finde ich schade, dass wir das so machen müssen, aber dafür habe ich leider so keine Zeit. Und kostet das nichts. Ne? Nur ein 10er für den Rückversand bei einem PC und 7 Euro, wenn es eine Playstation ist. Dann ne, mit ins Paket reinlegen, damit ich da zumindest keine Verluste habe. Aber den RAM können wir noch testen. Zum Testen des Arbeitsspeichers nehme ich jetzt mal mein Lieblings-Mainboard. Das ist das Asus Sabertooth X58. Mehr Sammlerwert, glaube ich, als... Na gut, ne, das kann, glaube ich, schon ein bisschen was. Habe gerade mal nachgeschaut. 180 Euro wird da bei eBay vorgeschlagen. Oder 180 Euro verkauft irgendjemand dieses Mainboard. Und ich habe da, glaube ich, 50 für bezahlt mit CPU. CPU hier drin müsste, glaube ich, irgend so ein i7 sein. Ja, i7-960. X58 ist auch die Plattform, wo man sich da so eine 6-Kern Xeon besorgen kann für 30, 40 Euro und den dann ein bisschen hochprügeln kann durch Übertakten. Dass er dann zumindest im Cinebench annähernd so gut ist wie der i7-8700. Jedenfalls habe ich gerade erst diese SSD angeschlossen und da ist Windows 10 drauf. Und normalerweise sollte das auch klappen, aber diese Festplatte wird im SATA-Modus als IDE-Festplatte immer noch angebunden. Und ich habe den SATA-Modus auf IDE eingestellt und sie wird hier nicht angezeigt. Also
irgendwelche Festplatten. Das finde ich ein wenig komisch, vor allem weil das Booten mit der Festplatte funktioniert. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich noch ein BIOS-Update machen könnte, weil die Version, die da jetzt drauf ist, von 2011 ist oder sowas, und es gibt noch eine neuere BIOS-Version von 2012. Wählen wir hier unseren USB-Stick auf und nehmen mal das. Ja, und auch wenn das jetzt, glaube ich, nicht am BIOS, an der BIOS-Version selber liegt, ist es schon einmal vorgekommen, dass ich ein Mainboard hatte, was nach dem BIOS-Update auch auf einmal ein UEFI-BIOS gehabt hat, und das ist wahrscheinlich auch das Problem, weil das die SSD ist aus dem eMachines-Laptop, da habe ich ein Video zu gemacht, auch ein CPU-Upgrade ist hier oben irgendwo zu sehen. Ja, mal nebenbei erwähnt, ich trinke gerade übrigens das hier, habe ich vom Aldi einfach mal so mitgenommen, und das schmeckt wirklich ganz lecker, also, ne? Ein bisschen sauer ist das wohl, aber das ist egal. Also, ne, wenn ihr demnächst beim Aldi seid, probiert das mal und sagt mir, ob ihr es auch mögt. Und nein, das ist keine Werbung von Aldi. Ich finde das einfach nur lecker gerade. Und, ne? Hier, das meine ich. Dort werden die Festplatten nicht erkannt. SATA 1 bis... Warte mal. Das sind nur schnell... Okay, wir haben hier SATA... Ganz normale SATA-Anschlüsse und dann zwei... SATA 6 Gigabit Anschlüsse. Okay. Und warum werden die dann nicht angezeigt? Das ist komisch. Warte mal, ich speichere das mal eben. Ja, okay. Hat nicht funktioniert. Und dann ist mir gerade eingefallen, da habe ich Windows draufgepackt. Das kann man hier auch sehen. Übrigens, ne? Lokaler Datenträger E ist das. Hier ist Windows drauf. Der Benutzer heißt Pico. Und auf dem Desktop dürfte ein Ordner sein, der sich Sapalot nennt. Und da ist ein Demo-Projekt drin, weil ich herausfinden wollte, ob es mit dem Videoschnittprogramm bei einer anderen CPU, in einem anderen Mainboard, mit anderem Arbeitsspeicher, ob es da schneller läuft. Weil ich ja ziemlich viel hin und her geschrieben habe in dem Magix-Forum. Und die meinten, ja, besorg dir den Arbeitsspeicher, der muss im Dual-Channel laufen und auch so schnell sein und hier und da. Irgendwas scheint mit deinem PC ja nicht zu stimmen. Aber... ich habe es auf einem schlechteren PC ausprobiert und ja, das war Sockel 1150, glaube ich, und es war ein UEFI BIOS, und über UEFI wurde auch hier Windows drauf installiert. Das heißt, wir können drauf zugreifen in Windows, aber davon können wir nicht booten, weil das Mainboard diese Funktion einfach nicht besitzt. Aber war ja auch nicht geplant als Test-SSD für irgendwelche Mainboards zum Hochfahren. Also ja, da habe ich nicht nachgedacht. Aber BIOS-Update zu machen ist ja eigentlich nicht verkehrt. Aber man merkt direkt, ne, das ist ganz schön warm hier. Der PC macht jetzt gerade gar nichts, aber die CPU ist nicht die stromsparendste, sagen wir mal. Ne, da brauchst du auch vernünftige Kühlung, vor allem wenn man damit übertakten möchte. Die Festplatte hier habe ich ja angeklemmt, die funktioniert auch. Die heißt einfach Games und da ist ein Steam-Spiel drauf. Warhammer. Okay. Ja, aber wenn wir das jetzt starten, das klappt natürlich nicht, ist klar. Ja, dann wäre das aber auch getan. Und wenn wir die Festplatte dann noch getestet haben, ne, dann können wir sie ja entweder auch verwenden oder eben nicht, weil 2008, ne, die ist 11 Jahre alt. Wenn sie noch funktioniert, ist in Ordnung. Vielleicht für Steam-Spiele, die kriegt man ja relativ einfach wieder. Aber ansonsten ist das nicht zu empfehlen, die zu benutzen, würde ich einfach mal sagen. Was ich auch nochmal zeigen wollte, ist, dass ich mir eine kleine Wärmebildkamera zugelegt habe in Form eines Handys, das ist nämlich das Caterpillar S60. Und hier kann man jetzt genau sehen, wie die Temperaturen verteilt sind. Und wie wir das so jetzt gerade mal sehen, ist hier in der Nähe der CPU die Temperatur ungefähr bei 21 Grad. Aber hier unten beim Chipsatz bei 44 Grad. Das heißt, das Ding müsste eigentlich noch ein wenig besser gekühlt werden. Das ist dann ganz cool. Und ja, die Grafikkarte ist passiv gekühlt, siehst du direkt. Aber ne, ich finde das sehr, sehr faszinierend, wie das hier gerade so aussieht. Das Coole ist auch, man sieht alle möglichen Sachen, die gerade arbeiten. Wir sehen, dass die Festplatte an ist und wie warm sie ist. Man kann, glaube ich, diesen Punkt... Okay, beim man sieht ja in der Mitte gerade diesen Punkt. Wenn man ein Video macht, kann man den nicht verändern, aber ansonsten geht das. Wir sehen hier die beiden SSDs, dass sie zumindest irgendwas machen, dass der Lüfter hier irgendeine Temperatur hat. Wahrscheinlich auch das Netzteil, aber das ist eher marginal. Und was richtig cool ist, wenn wir jetzt mal hier so die Hand nehmen und die hier drauflegen und dann weggehen, dann sieht man, dass da vorher eine Hand war. Genauso ist es auch, wenn man sich aufs Sofa setzt
und dann aufsteht, dann sieht man trotzdem noch ein paar Minuten später, dass da irgendjemand mal gesessen hat. Das ist richtig cool. Auch cool ist zum Beispiel die Tastatur jetzt hier einmal zu sehen und diese roten Punkte hier unten, die sind mir nämlich vorher gar nicht aufgefallen. Die sind nämlich tatsächlich ein ganz bisschen wärmer als der Rest hier und ich denke mal, dass da einfach LEDs drin sind für die Hintergrundbeleuchtung hier und sowas kann man dann erkennen. Und das ist quasi auch eine Nachtsichtkamera, das heißt, wenn ein Raum verschiedene Temperaturstufen hat, dann kann man sich damit auch orientieren. Ja, aber das war's dann hierzu eigentlich. Ich glaube, ich besorge mir dafür irgendwann nochmal ein Xeon oder sowas, aber da habe ich einen Zweit-PC, mit dem ich dann auch wieder nichts mache. Da kann man dann vielleicht mit streamen, aber so etwas Anspruchsvolles spiele ich dann wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, die Maus war die ganze Zeit auch über diesen Adapter hier angeschlossen, also das geht. Und ich habe dann noch mal etwas nachgeforscht, warum diese Anschlüsse immer noch auch bei neuen Mainboards da sind. Und es liegt einfach daran, dass manche Leute wohl immer noch so eine Maus oder eine Tastatur haben, die sie dann auch noch benutzen können. Aber man kann hier keine USB-Sticks anschließen. Da gehen nur Mäuse und Tastaturen. Es gibt auch solche Splitter, aber die funktionieren bei solchen Combo-Anschlüssen leider auch nicht. Ja, dann war es das aber schon mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn Fragen da sind, eben Fragen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Na, und bis dahin, ciao, ciao.